Und das ist auch wirklich mal ein richtig schöner Haufen. Servus und hallo, wir sind bei unserer zweiten Tour stadtnah Radeln rund um die Kreisstadt Tirschenreuth. Diesmal geht es am großen Ameisenhügeln sowie am Geotop Heusterzbühl vorbei, bevor es dann durch das Teichmosaik in Richtung Himmelsleiter geht. Viel Spaß mit meinem Kollegen David. Ja, hi Leute, ich darf euch recht herzlich zum zweiten Teil unserer Touren rund um Tirschenreuth begrüßen. Diesmal geht es in die Tirschenreuther Teichpfanne und am Anfang geht es gleich mal auf einen wunderbaren Weg durch einen wirklich schönen Wald und dazu erzähle ich euch gleich auch noch mal was. Ich habe es vorhin schon mal kurz erwähnt, dieser Wald hier ist etwas Besonderes, weil es hier vermutlich die größte Waldameisenpopulation in ganz Deutschland gibt. Und überall sieht man auch Ameisenhügel. Hier sind zwei kleinere und ein, ja, wie ein kreuzgehauener Felsen. Aber da vorne, etwas abseits der eigentlichen Strecke, sehe ich doch gerade ein richtiges Monster. Und das schaue ich mir jetzt mal genauer an. Derweil erzähle ich euch vielleicht noch, warum gibt es hier so viele Ameisen. Das liegt daran, dass hier durch geologische Aktivität im Boden oder aus dem Boden Helium entweicht. Und deswegen habe ich heute auch so eine hohe Stimme. Nein, Spaß beiseite, also angeblich, oder ich bin kein Wissenschaftler, kein Biologe, aber das mögen die Ameisen wohl und deswegen gedeihen die hier besonders gut. Und das ist auch wirklich mal ein richtig schöner Haufen. Also ich muss sagen, der Weg ist auch schön, aber hauptsächlich muss ich sagen, bin ich von dem Wald hier durchaus angetan, weil wie gesagt, das mit den Ameisen ist definitiv was Besonderes. Aber auch so ist die Vegetation hier einfach ja, nett anzusehen. Es wachsen auch viele Farne im Unterholz, Moos, Blaubeeren. Echt nice. Am Wegesrand findet man ja auch immer wieder interessante Informationen über den Boden und die geologische Aktivität in diesem Gebiet. Da kommt aber später dann noch ein wirklich schönes Fleckchen. Da kann ich dann euch vielleicht noch ein bisschen mehr zeigen. Nachdem man dann hier ein Stück durch den Wald fährt, kommt man am Geotop Heusterzbühl vorbei. Eine tolle Sache, da kann man die Erdgeschichte zurückverfolgen bis zu, weiß ich nicht, wie weit das geht hier in dem Fall. Also aufgeführt ist es bis ins Kambrium, aber das glaube ich jetzt eigentlich nicht, dass man da noch, davon noch Schichten sieht hier. Aber gut, das schauen wir uns jetzt einfach mal an. Wie gesagt, das ist eine spannende Sache, auch für Kinder. Ja, cool. Was hier relativ spannend ist, dass man zwischen den ganzen Steinen viele seltene Tiere findet. Ja, ich weiß nicht, ob ich den jetzt raufkriege auf die Linse. Bewegt sich so schnell. Auf jeden Fall
Gut, wie gesagt, ich bin kein Biologe, aber ich könnte jetzt nicht mehr sagen, was das für einer ist. Ich glaube, wir nähern uns der Teichpfanne. Hier wird es auf jeden Fall ziemlich sumpfig, links und rechts. Sieht richtig urig aus. Cool. In der ersten Folge habe ich leider noch vergessen, etwas zu erwähnen, deswegen mache ich es jetzt. Es gibt auch die Möglichkeit für die Genussradler, ein Picknickkerbel, also auf Hochdeutsch einen Picknickkorb, zu bestellen, der dann an ausgewählte Rastplätze innerhalb der Route geliefert wird, wo man sich dann so richtig schön gut gehen lassen kann. Ich finde, es ist eine tolle Sache für eben Relax-Radler und Familien. Hi Leute, willkommen zum Teil 2 der Bike-Besprechung zum Kelly Sud 70. In diesem Teil möchte ich euch die Fahreindrücke schildern. Was ist mir besonders aufgefallen an diesem Bike? Zum einen, der Rahmen aus Aluminium ist sehr robust, was dazu führt, dass man wirklich auch durch gröberes Gelände einfach durchbügeln kann, ohne Angst haben zu müssen, dass irgendwo, ich sage jetzt mal übertrieben, was reißt oder bricht, sondern das Bike vermittelt einfach eine gewisse Solidität und Stabilität und damit traut man sich dann auch, Sachen zu fahren, die man vielleicht mit einem anderen Bike so nicht fahren würde. Der nächste Punkt, der mir sehr positiv aufgefallen ist, ist die GRX-Schaltung. Ich hatte es im ersten Teil erwähnt, es kommt vorne ein 40er Blatt einfach und hinten eine 11 bis 42er Kassette zum Einsatz. Das finde ich sehr positiv, weil gerade die 40-42 Übersetzung am Berg, wenn es steiler wird, mir zum Beispiel sehr entgegenkommt, weil ich dann mehr über Drehzahl statt über Kraft kommen kann. Man muss ehrlicherweise aber auch erwähnen, durch die kleinste Übersetzung 40-11 auf Asphaltabfahrten bei ca. 50 km/h kann man dann auch mal aufhören zu treten, weil es eh nichts mehr bringt. Aber es ist ein Gravelbike und ich habe jetzt zum Beispiel auch nicht die Ambition gehabt, mit diesem Bike einen Alaphilippe bei der Tour de France in einer Abfahrt zu schlagen. Also von daher ist es für mich jetzt nicht so schlimm, aber ich wollte es mal erwähnt haben. Die Bremsen. Ja, GRX-typisch brauche ich, glaube ich, nicht weiter erwähnen. Sind super, ziehen wirklich gut, lassen sich aber auch gut dosieren. Was mir persönlich außerdem sehr gut gefallen hat, ist der Lenker, der einfach von seiner Form her meiner Ergonomie oder meinen Armen und Fingern sehr entgegenkommt, weil ich auch in der Unterlenkerhaltung einfach schön an die Hebel drankomme, was der Flair-Krümmung geschuldet ist. Und auch durch den Reach, sage ich mal, hatte natürlich in Abfahrtpassagen, die man im Unterlenker fährt, eine gewisse Stabilität zu bieten. Und da muss ich sagen, der gefällt mir wirklich einfach von der Ergonomie her sehr, sehr gut. Die versenkbare Sattelstütze habe ich persönlich jetzt, um ehrlich zu sein, nicht wirklich oft in Anspruch genommen. Das liegt aber auch daran, dass ich jetzt selber nicht so aus dem Mountainbike-Bereich komme und es auch einfach nicht gewohnt bin, damit zu arbeiten. Also da muss man einfach vielleicht auch sich einfach erstmal immer wieder in Gedanken rufen, hey, ich habe eine versenkbare Sattelstütze und wenn ich einen etwas komplizierteren Trail runterfahre, kann ich die auch nutzen. Ich habe es schlichtweg oft auch vergessen. Ja, soviel zu den Fahreigenschaften und Fahreindrücken zum Kelly Sud 70 und im letzten Teil werde ich dann ein kleines Fazit zu diesem Bike ziehen. Teil der Strecke führt dann hier über den Vizinalbahnradweg, ein Radweg, wie der Name schon sagt, auf einen ehemaligen Bahndamm. Und wenn man hier Urlaub macht in der Gegend und man eine längere Strecke fahren will, mit Kindern und so weiter, sehr zu empfehlen, lässt sich schön entspannt und ruhig fahren.
Ich glaube, die Teichpfanne nähert sich immer mehr. Wieder sind links und rechts Teiche und Tümpel zu erkennen. Ich habe ja vorhin schon mal meinen Kater erwähnt. Was da manchmal auch hilft, ist einfach eine kurze Sprinteinheit. Die werde ich jetzt mal machen. Besser sind allerdings, eigentlich es erst gar nicht dazu kommen zu lassen, beziehungsweise die Nahrungsergänzungsmittel, die der Heiko euch vorstellt. Ernährung ist eine Wissenschaft für sich, deshalb möchte ich da nicht zu tief in die Thematik eingreifen. Aber gerade beim Radfahren ist die Energie- und Mineralstoffzufuhr einfach sehr wichtig. Dabei aber nur auf eine ausgewogene Ernährung zurückgreifen hilft zwar, reicht aber nicht immer aus. Hierzu gibt es aber sehr gute Nahrungsergänzungsprodukte. Einige davon möchte ich anhand von Ultrasports vorstellen bzw. aufzeigen, welche Einsatzbereiche es gibt. Zum Beispiel habe ich hier eine Pulvermischung, die man mit Wasser löst und dann hat man quasi eine Trinkmahlzeit. Hier gibt es nicht nur verschiedene Mischungen von der Geschmacksrichtung her, sondern vor allem von den Inhaltsstoffen, die man nach seinem individuellen Gebrauch zu sich nehmen kann. Wie etwa vor dem Training, vor dem Wettkampf oder währenddessen oder danach. Zudem bieten diese Produkte ganz verschiedene unterstützende Wirkungen. Zum Beispiel tragen sie zu normalem Blutzuckerspiegel und Energiestoffwechsel oder auch zur Regeneration und vorzeitiger Ermüdung bei. Natürlich gibt es dann Produkte speziell für Trainingseinheiten im hohen Bereich oder im Wettkampf, wie zum Beispiel hier das Add-on Amino. Das ist also wie hier jetzt beschrieben zur Regeneration, Tempotraining oder Wettkampf. Sehr gut finde ich dann zum Beispiel solche Gelbeutel, die im Trikot, in der Rückentasche wenig Platz wegnehmen und ideal für unterwegs oder den Energie- und Mineralienhaushalt für zwischendurch sind. Bei den klassischen Riegeln empfiehlt es sich, immer einen Schluck Wasser oder Flüssigkeit zu trinken. Das erleichtert die Verwertung im Magen. Also, ihr merkt schon, das ganze Thema um Sporternährung, Sportnahrungsergänzungen ist sehr umfangreich. Sehr gut finde ich, dass hier also Ultrasports auch mit der Forschungsgruppe Dr. Feil arbeitet und für jeden, der tiefer in den Bereich einsteigen möchte, wertvolle Informationen bereitstellt. Wie hier zum Beispiel mit dem Buch Die Fast-Formel, das sehr umfangreich und detailliert beschreibt, was beim Sport im Körper vorgeht und mit welchen Ernährungsprodukten man unterstützend arbeiten kann. So, dazu erstmal so viel von mir, aber schaut einfach mal selber vorbei auf der Homepage von Ultrasports. Dort findet ihr viele Informationen und Produkte zum Thema Nahrungsergänzung und Sporternährung. Und jetzt geht's wieder zurück zum David auf die Strecke. Bin ich schon mittendrin in der Teichpfanne. Eine steife Brise kommt auf. Ich hoffe, es regnet nicht. Denn da vorne ist das Highlight der Tour, die Himmelsbrücke, auf die ich jetzt logischerweise mal drauf gehe. Von dort oben hat man eine super Aussicht über die Teichpfanne.
unter der Himmelsleiter findet man dann noch viele Informationen in Form von Tafeln, die hier angebracht sind. Die kann man sich dann auch anschauen und lernt viel Wissenswertes über die Region. So, zum Abschluss der zweiten Tour geht es hier nochmal richtig schön ab durch die Teichpfanne. Links und rechts Teiche, überall wächst Schilf, richtig urig, geile Sache. Ja, das sind dann leider auch schon die letzten Meter von Tour 2. Aber die genieße ich jetzt noch mal so richtig. Und weiter geht's dann mit der Tour 3, der liegenden 8 südlich von Tirschenreuth. Da vorne ist dann auch gleich wieder der Parkplatz, der den Ausgangspunkt der Tour darstellt. Wie gesagt, die Touren radeln rund um Tirschenreuth. Sind auch immer einfach gut zu erreichen. Also wenn man in der Stadt wohnt, kann man natürlich mit dem Rad direkt hinfahren. Aber auch mit dem Auto ist das alles wirklich super, weil eigentlich an jedem oder an jedem Tourstart ein Parkplatz zur Verfügung steht. Das war also Tour 2 rund um Tirschenreuth und ich persönlich bin immer von der schönen Landschaft und den interessanten Gegebenheiten der Natur um die Stadt begeistert. Also, das war's für diesmal und in unserer nächsten Folge sind wir auf der liegenden 8 unterwegs. Bis dann, ciao!